Weiter geht's bei Let's Play Banished. Wie wir sehen, immer noch alles vollgebaut. Schneller laufen können wir es lassen, können wir es leider nicht mehr, denn das gibt der PC nicht her. Denn dann brechen die Frames ein und das ist gar nicht schön. Wenn die Frames einbrechen, dann sieht das unflüssig aus und das ist doof. So, was ist hier eigentlich los? Wir haben hier viele vereinzelte Steinvorkommen, würde ich es mal so nennen. Hier auf jedem kleinen Stockball liegt ein bisschen Stein. Das ist mir ein Rätsel, was das soll. Warum machen die sowas? Also von hier aus kann es, glaube ich, nicht kommen. Wäre unlogisch. Was ist da los? Tja. Was will ich nochmal gucken? Genau, ich wollte mal gucken, wie es mit dem Firewood eigentlich aussieht. Klack. Jo, rennt in den Keller. Mist. Wo kriege ich jetzt mehr Firewood her? Ich habe keine Kapazität mehr. Wo soll ich denn jetzt noch was hernehmen? Ich kann doch nicht einfach so... ich kann auch nicht einfach so hier die Hunting Cabins abreißen. Das wäre auch nicht unbedingt praktisch. Plums 325, 975. Die Plum-Produktion, die stockt auch. Es ist zum Mäusemelken, aber absolut. So, hier wird schon geerntet. Sehr gut. Pepper, 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 Pepper. Pepper ohne Ende. Hier hinten noch ein bisschen Potatoes. Und die letzten Sachen werden auch gebaut. Das Fishing Dock und der Hörbeliest am Arsch der Welt. ADW. Ja, nicht zu wechseln mit dem KDW. Kaufhaus des Westens in Berlin. Selber bin ich bin selber in Berlin noch gar nicht gewesen. Ich bin bisher einmal durch Berlin durchgefahren. Das war, wann war das? Auf dem Weg nach Polen. Da sind wir, haben wir von der Schule aus damals einen Schüleraustausch nach Polen gemacht. War super geil. War, fand ich damals richtig geil. Ich hatte mein Portemonnaie von meinen Eltern, ich glaube 200, waren es noch D-Mark damals? Oder waren es Euro? Ich weiß es gar nicht mehr. War das vor 2000? Ja, das muss nach 2000 gewesen sein. Das war irgendwann 2002, 2003. Da gab es halt den Euro schon. Und da hat meine Eltern mit 200 Euro mitgegeben für den Austausch war es nicht. Es war letztendlich eine Woche lang in Polen. Eine Studienreise, würde ich es nennen. Auf jeden Fall hatte ich da 200 Euro im Portemonnaie. Und dann irgendwann habe ich dann... Was weiß ich, musste mir irgendwas kaufen und dann waren die polnischen Schüler dabei und die guckten in das Portemonnaie und sahen das, haben große Augen bekommen und sagten, um Gottes Willen, du hast da das Monatsgehalt von meinem Papa drin. Ich dachte, what? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, fühlte sich irgendwie komisch an, zu wissen, okay, in Deutschland 200 Euro ist jetzt nicht viel. Ne? Zum Leben reicht es nicht. Und in Polen ist das das Monatsgehalt. Allerdings, heutzutage ist es in Polen auch schon wieder anders, da, also, soweit ich das weiß, das gleicht sich alles etwas an. Hat sich auch angeglichen, dort steigen die Löhne, da steigen aber auch die Ausgaben. So genau weiß ich es nicht, wie hoch jetzt das Jahresgehalt dort ist, aber ich fand das erschreckend, doch, erschreckend ist das richtige Wort. Naja. Ja, die Schulzeit, das war schon eine lustige Zeit. Ich würde heutzutage gerne mal wieder zur Schule gehen. Darf ich aber nicht. Leider, leider. Ich darf studieren. Studieren ist aber wesentlich anstrengender als zur Schule zu gehen. Leider. Oh. Überlegt euch das gut, ob ihr studiert. Das ist sehr, sehr anstrengend. Das macht zwar die ersten Jahre auch echt Spaß, weil man viel auf Partys geht und so, aber irgendwann muss man halt zum Ende kommen und dann wird es stressig. Dann kommen die ganzen Prüfungen, die man vor sich hergeschoben hat. Das ist gar nicht so geil, weil das sind ja die ganzen harten Prüfungen, wo man sagt, ich die ganze Zeit dachte, nee, die mache ich jetzt mal nicht, die sind so doof, die schiebe ich mein Semester weiter. Ja, das rächt sich irgendwann, weil irgendwann muss man sie machen. Ja, dann sitzt man da. Jetzt solltest du irgendwann deine Abschlussarbeit schreiben und das ist dann auch noch sehr, sehr, sehr stressig.
Also das ist schon eine harte Nummer. Gerade bei dem Fach, das ich studiere, ist nicht einfach. Ja, also ich würde gerne mal wieder zur Schule gehen. Ich erinnere mich immer sehr gerne an meine Schulzeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Die ersten Jahre waren ein bisschen mühselig. Ich war so ein bisschen, war der Nerd und dann die Nerds werden natürlich dann gehänselt und so. Aber ach, das geht alles vorbei und dann irgendwann kam halt so die Zeit, wo man dann das erste so Mofa fahren durfte und so. Dann hat sie das alles wieder angeglichen. Das war dann alles dann okay. Dann war das eigentlich alles ganz gut. Mein Jahrgang war auch ein ganz lustiger. Hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es mal wieder gehen. Ich würde so gerne mal wieder zur Schule gehen. Mann. Ich darf nicht. Ist doof. Das ist echt schade. Jetzt fällt mir gerade. Habe ich hier unten. Ah nee, das war eine andere Map. Ich dachte gerade, ich hätte hier unten irgendwo noch so was anderes gebaut. Das war aber auf einer anderen Karte. Hehehe, sorry. So. Jetzt liegt hier unten liegt tonnenweise Holz rum. Von da anscheinend. Ja. Wieso schmeißen sie das hier hin? Und nicht dahin. Was soll das? Welcher steht auf Cut? Der. Das könnten sie eigentlich auch mal hier hinbringen, aber das machen sie nicht. Hier kommt es nicht her. Wieso bringt ihr das nicht hier hin? Das ist mir ein Rätsel. Und die Leute müssen hier ewig weit laufen, damit sie ihr Firewood zusammen, ihr Holz für das Firewood zusammenkriegen. Das ist doch nicht ideal. Das kann doch nicht gut sein. 44% remaining, okay. Sieht's hier aus? Ist inzwischen. Jo, das Ding ist abgebaut. Man sieht schon, wir haben wieder eine Grube mehr. Verschandelung der Landschaft. Lässt sich aber nicht ändern. Da ein kleines Minischaf. Mitten im Bildschirm. Minischaf. Tja, ja, hier liegt tonnenweise Eisen rum. Kohle liegt hier, glaube ich, nicht so sehr rum. Doch, da liegt eine ganze Menge Kohle. Alles in allem. Sieht so schön aus hier, muss ich sagen. Ich frage mich echt, wann die nächste Mine mal leer geht. Also wir haben seit langem keine neue Mine gebaut. Genauso wie wir auch seit Ewigkeiten keine Nomaden mehr haben. Wo sind die Nomaden? Warum kriegen wir keine neuen Nomaden mehr? Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir den Trading Post abgebaut haben, weil damit hängt es eigentlich nicht zusammen. Ich wüsste zumindest keinen direkten logischen Zusammenhang. Wo sind die Nomaden? Was ist da los? Oder sagen die Nomaden, nee, hier will ich nicht hin, hier ist hohe Arbeitslosigkeit. Ich sag mal, wir haben eine Arbeitslosigkeit von über 10%. Das ist ja nicht ideal. Woran kann es liegen? Food. Oder sagen sie, oh nee, das Essen geht runter, da wollen wir nicht hin. Ist das der Grund? Übrigens Late Autumn, 2 Grad. Na, gucken, hier ist mal wieder Schmalhans Küchenmeister, 92% voll und 10% voll. Also Platz ist genug, wo ihr es hinbringen könnt. Ihr müsst es nur noch vom Feld holen. Ich glaube, die Damen und Herren, die kriegen hier mal alle einen Arbeiter dazu, damit sie hier die Felder schneller abräumen können. Weil so gefällt mir das ehrlich gesagt nicht. So. Heißt 6 neue Arbeiter. Dann geht das hier alles ein bisschen schneller. Weil so finde ich das echt nicht gut. Das gefällt mir nicht. 0 Grad. So, jetzt kommt es drauf an. Wie schnell kriegen Sie das Feld hier noch sauber? Los, Leute. Endspurt. Noch ist nicht. Aller Tage Abend. Ihr könnt es noch schaffen. Hier auch ähnliches Problem. Da geht auch wieder ein bisschen was kaputt. Gucken wir, wo wir sonst noch das Problem haben. Hier oben sieht es gut aus. Da sind alle Felder abgeräumt. Sehr schön. Gut, die Dinger, das sieht auch wunderbar aus. Hier auch. Okay. Hier, oh, die Felder hier sind auch schon leer. Gut, hier geht ein bisschen was kaputt. Wie hoch war der Ertrag? 974. Der Ertrag ist ja nicht schlecht. 1064 ist der Maximalertrag. Hier allerdings, bei den Potatoes, sieht es nicht so gut aus. Ihr kriegt auch nochmal einen Arbeiter dazu. So, wem ist kalt? Ah, finding some place warm.
Und jetzt ist wieder wahr. Und Finding Clothing. Folgen wir dem Herrn mal, dem Herrn Leonardo. Beim Ausfüllen der Urkunde im Standesamt für den Namen des Kindes hat der liebe Vater vom Leonardo das O vergessen. Er war etwas betrunken, hat sich am Apfelwein vergangen. Ja, und jetzt heißt der Leonardo jetzt Leonardo. Doof. Also, Väterchen, nicht trinken, wenn ihr eure Kinder benennt. Dann kommt da ein Leonardo raus. Die Mutter wird wahrscheinlich schimpfen. Wieso hast du das Kind so verschandelt? Was soll das? Wieso tust du das? Wieso tust du unserem Kind das an? Das wird ein Arschlochkind. Tja, jetzt wurde Leonardo wurde gehänselt und ist jetzt mit 41 Vendor. Trägt excellent clothing. Gut, wenigstens gute Kleidung kann er sich leisten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ein kleines Reh. Na, Stammfisch. Auch nicht schlecht. Wo willst du eigentlich hin, Leonardo? Was holst du? Wo rennst du hin? Also, wo rennt er denn jetzt hin zum Teufel? Was holt der? Und wieso rennt er dafür so weit? Was ist da los? Ah, holt er Fisch? 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 Nein. Am Fisch rennt er vorbei. Was holt der gute Leonardo? Und wieso rennt er dafür so weit weg? Was ist nicht in der Nähe, was man nur hier kriegt? Was wird es sein? Wird's vielleicht, ja, das könnte sein, dass er Wolle holt, aber da, die müsste auch woanders sein jetzt gerade. Wo arbeitet der denn? Oder arbeitet der irgendwo ganz woanders, bei einem anderen Markt, den ich jetzt noch nicht erkannt habe? Wo rennt der hin zum Teufel? So. Okay, also das ist schon sein Arbeitsplatz hier, okay. Wo ist er jetzt? Was machst du? Da bist du. Jetzt rennt er zu dem anderen Markt hin, um da was abzuholen? Ernsthaft? Und ich wundere mich, warum die Märkte so leer sind. Ey, wo rennst du hin? Was holst du denn? Kannst du mir das mal verraten? Also, wo willst du hin zum Teufel? Jetzt geht er hier lang. Will er Plums holen? Pflaumen? Ich meine, die gibt es hier aber. Hat er jetzt tatsächlich Plums geholt? Er hat tatsächlich Plums geholt. Und dafür rennt er bis hierhin? Wirklich? Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt darf er wieder ganz bis hierhin zurückjuckeln. Nur um diese blöden Pflaumen zu holen. Ich muss hier Pflaumen anbauen. Pekannüsse. 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 Komm. Wenn das so ist, dann hack hier den Wald ab und dann gibt es hier Pflaumen. Und du genauso Cut und Pflaumen. Also, das kann es ja nicht sein, dass ihr für die Pflaumen dann so weit laufen müsst. Ist irgendwie nicht so richtig Sinn der Sache, meine ich. Ah, Food steigt. Wunderbar. Overview. 1700 Persönchen inzwischen. Oh, es geht immer weiter nach oben. Aber es werden immer weniger Kinder. Wir bauen... Nee, es ist richtig weniger, werden es auch nicht. Aber... Oh, oh, es wird interessant hier. Es kann sehr interessant werden. Ich bin gespannt, wie viele Personen ich maximal haben werde. Bin ich wirklich sehr gespannt. Jetzt wollte ich mir hier gerade beim Let's Playen eine Salzstange in den Mund stecken. So, ich bin total Salzstangen verrückt. Ist aber eine blöde Idee beim Let's Playen, weil euch hier einen vorzukauen. Ich habe es dann rechtzeitig gemerkt, bevor ich es mir in den Mund gesteckt habe. Hups. Tja. Es wintert so wunderbar in Schönigsdorf, ja. Hier soll es weitergehen. Hier wird dann bald
alles eröffnet. Wir haben ja noch zigtausend Minen, die sie noch benutzen können. Kapellen haben wir auch. Tonnenweise. Scho. Dünn, dünn, dünn. La 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 la. Hier schon wieder voll. Ja, wir haben wieder genug Werkzeuge, ist klar. Das ist ja uns ja noch nicht unbekannt. Ist uns ja nicht unbekannt, dass genug Werkzeuge da sind. So, Query. 47% remaining. Wir haben momentan 2000 Steine. Bin ich sehr stolz drauf, dass wir Steine haben. Können wir bald mal eine neue Kapelle bauen. Damit wir so, das ist dann auch die letzte, die wir bauen. Danach baue ich keine neuen Kapellen mehr. Das muss dann irgendwann gut sein. Also ehrlich. So, was schleppst du denn durch die Gegend? Magnolie. Das kleine Blümchen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Also, dein Arbeitsplatz ist direkt hier. Wunderbar. Wo willst du hin? Wir folgen dir einmal. Es interessiert mich jetzt sehr, wo sie jetzt hinrennt. Ah, sie holt Steine. Okay. Oder hat sie jetzt Steine geholt? Inventory? Firewood hat sie geholt. Okay. Das ist natürlich legitim. Das kann sie gerne holen. Auf jeden Fall. So. Jetzt würde ich nochmal kurz... Jetzt, was ich auch mal ganz interessant finde, ist, was haben die Leute in ihren Häusern? Items in Homes. Sie haben viel Fisch. 13.000 Firewood. Die haben mehr Firewood im Haus, als sich hier befindet. Ja. Macht mich nicht fertig, Jungs. Wenn ich jetzt hier mal gucke, hier habe ich 70.000 Holz rumliegen und es wird nicht verbraucht. Muss ich hier noch ein Dings hinbauen? Ich meine, ich habe hier genug Häuser. Ich könnte noch ein Haus abreißen und dafür Dings hinstellen, aber das möchte ich eigentlich nicht. So, Late Winter. Wir bauen ein Hospital. Mit Haus. Natürlich. Wir bauen eine Kirche. Mit Haus. Natürlich. Wir nehmen uns ein Crop Field mit Korn. Und zwei Leuten. Klack. Und ein Crop Field mit Squash. Und zwei Leuten. Ein Orchard mit Pears. Und zwei Leuten. Ja, und dazu noch 1, 2, 3, 4, 5 Häuser. 1, 2, 3, 4, 5 Häuser. Soll ich die Paste Chest noch bauen? Ich weiß es nicht. Und könnte es machen. Ach komm, ja, gib mal her. Gib mir mal die Paste Chest noch dazu. So. Dann brauche ich natürlich noch ein paar Häuser. Eins, zwei Häuschen. Hier eins, zwei Storage Barns. Und hier unten auch nochmal eins, zwei. Damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Jo. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Und keine Arbeiter. So. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. 44 Stück an der Zahl. Ratter, ratter, ratter. Wunderbar. Taylor ist wieder am Limit. Ich mach mal Clothes Limit 2000. Genauso Tool Limit 2000. Food Limit 500.000 kommen wir so schnell eh nicht ran. Fuel Limit 15.000 kommen wir leider auch nicht ran. Wie kann ich das Fuel Limit erhöhen? Irgendwie noch. Ich habe hier überall lustige. Hier liegt noch tonnenweise Holz rum. Ich könnte hier irgendwann auch mal einfach nochmal so ein. Ah, ich habe keinen Platz. Ich könnte trotzdem nochmal so ein. Ach, ich mach. Komm, gib mal einen her. Ich mache jetzt nochmal ein paar Woodcutter dazu. Hier noch einen zum Beispiel.
So, ein Woodcutter. Da packe ich mal ein. Wo ist, liegt sonst noch viel Holz? Viel Holz. Liegt hier noch viel Holz? Ne, hier wird. Hier habe ich gerade noch einen zweiten daneben gebaut. Okay. Wie sieht es hier aus? Da liegt kaum Holz. Hier unten hat das, haben es inzwischen geschafft, den kompletten Holzvorrat in Feuerholz umzuwandeln. Wobei die Leute hier auch locker mit der Kohle heizen können, die hier rumflattert. Ist auch kein Problem. Hier liegt auch nirgendwo mehr Holz. Hier liegt noch Holz ohne Ende. Okay, wer wohnt da? Hunter, Forester. Habe ich es nicht gesagt? Da wohnen jetzt keine Leute. Die Woodcutter? Nein, die wohnen am Arsch der Welt. Die wohnen einmal dort und einmal dort. Arsch der Welt, wie schon erwähnt. Okay, wo kann ich noch... Hier gibt es auch noch kein richtig viel Holz. Wo können wir noch einen hinpflanzen? Da sind schon zwei Leutchen. Hier! Das sieht doch danach aus, als ob da unbedingt noch ein Woodcutter hin muss. Dann wollen wir ihm den noch geben. Woodcutter, wo haben wir ihn? Da. Klack, klack, Woodcutter. Der kriegt noch einen Weg dazu. So, da kommt noch ein Woodcutter hin. Und hier unten hatte ich doch auch noch hier, ja genau, die Geschichte. Das ist doch auch vollkommen bescheuert. Da kommt auch noch ein Woodcutter hin. Habe ich hier halt im Wald das ganze Feuerholz rumliegen, aber das ist mir doch egal. Hauptsache ich kriege mein Feuerholz. So, Woodcutter. Da kriege ich noch ein Haus dazu. Damit er nicht so einsam ist. Hier. Ein Haus. Ja, kräht eh kein Hahn nach dem Bauplatz. Ja, und ich würde sagen, mit unserer, mit der Geschichte hier, beende ich diese Folge. Ihr seht schon, hier wird noch viel gebaut in nächster Zeit. So kann es weitergehen. Und so wird es auch weitergehen. Hier bei Let's Play Banished. Wir sehen uns. Bis dahin.